Hallo Leute und herzlich willkommen hier zu einem Photoshop Tutorial von M-Pictures. In diesem Tutorial möchte ich euch zeigen, wie das Auswahlswerkzeug funktioniert und was man damit alles anstellen kann. Und zwar anhand dieses Bildes. Wir haben hier einmal eine Telefonzelle und wir haben halt hier so einen Soldaten. Und wenn wir das jetzt bearbeiten, dann sieht das so aus, dass unser Soldat in der Telefonzelle drin steht. Und ja, die Scheiben halt sind auch noch vorhanden, die sind nicht einfach wegradiert. So, fangen wir ganz einfach an. Und zwar könnt ihr euch die Telefonzelle einmal von unserer Homepage runterladen. Und den Soldaten, ja, da könnt ihr einfach ein Foto von euch selber machen und euch dann selber in die Telefonzelle reinpacken. So, wenn wir die Telefonzelle hier einmal haben, dann duplizieren wir diese zweimal. Und zwar einmal Telefonzelle, Telefonzelle und einmal nennen wir die oberste Ebene um in Fenster. Fenster. Und dann fangen wir auch schon an, und zwar arbeiten wir hier mit Pen Tool und Quick Mode. Wir klicken auf der linken Seite hier auf unseren Quick Mode oder kurz Befehl Q, ja, also Shortcut. Dann ändern wir unsere Hintergrundfarbe auf Schwarz und drücken erstmal Command Backslash. Dann wird das ganze Bild erstmal rot. Dann drücken wir die Taste X, damit unsere Vordergrundfarbe weiß zu der Hintergrundfarbe wird, und drücken die Taste P für unser Pen Tool. So, jetzt machen wir nichts anderes außer die Fenster hier immer, ja, quasi auswählen, rechte Maustaste, Make Selection, Feather 0, okay, und dann wieder Command Backslash. Dann sieht man, dass die Fenster wieder in Originalzustand kommen, also werden. So, und das machen wir jetzt mit allen Fenstern, bis wir komplett unten ankommen. So, jetzt haben wir alle Fenster einmal ausgeschnitten. Jetzt machen wir Folgendes, und zwar wir gehen einmal aus unserem Quick Mode hier wieder raus, klicken da drauf, dann sieht man, dass unsere Fenster einmal ausgewählt sind, und zwar ist es auch okay, wir müssen aber die Auswahl gleich noch einmal inventieren. Klicken wir aber als erstes unsere Fensterebene einmal an und erstellen darauf eine Layer Mask. Somit können wir sehen, dass nur die Fenster sichtbar sind. Dann wählen wir unsere Telefonzelle-Ebene aus, halten die Command-Taste gedrückt und klicken auf die Layer Mask des Fensters, damit wir die Fenster wieder auswählen. Dann gehen wir auf Select Inverse, also inventieren unsere Auswahl einmal und erstellen auf der Telefonzellen-Ebene auch eine Layer Mask. So, dann haben wir jetzt nämlich hier die Telefonzelle sichtbar und dafür die Fenster nicht mehr. So, damit haben wir eigentlich schon Telefonzelle und Fenster fertig. Jetzt müssen wir unseren Manny-Kicken hier, also unseren Soldaten, bearbeiten. So, da ist er ja auch schon. Hier kann man das auch jetzt mit der Quick Mask machen und den richtig schön ja, freistellen. Also erstellen wir darauf einfach eine Layer Mask und können dann mit dem Quick Mode genauso wie mit den Fenstern jetzt arbeiten, mit dem Pen Tool oder einfach mit dem Brush. Das ist, könnt ihr einfach selber machen. Ich mache das jetzt einfach nur auf die Schnelle, um euch einfach nur mal zu zeigen, wie das Ganze dann aussieht. Mache das jetzt einfach mit dem Brush ganz schnell so zum größten Teil alles weg, was ich kann. Ja, hier zwischen noch ein bisschen. Ihr macht das natürlich vernünftig, nicht so wie ich. Mit dem Auswahlswerkzeug halt, wie gesagt, genau das gleiche wie mit der Telefonzelle. So, wenn wir ihn dann haben,
Dann ziehen wir unsere Ebene zwischen Fenster und Telefonzelle. So. Ach, ich habe gerade Quatsch erzählt, und zwar ziehen wir diese Ebene hinter die Telefonzelle, also da drunter. Dann sehen wir, dass unser Soldat da schon drin ist. Dann drücken wir nochmal Command T und verkleinern ihn natürlich ein bisschen mit gedrückter Shift-Taste und Alt-Taste. Ja, nicht allzu groß, man muss ja auch irgendwie noch zu sehen sein. So. Ja, so ist okay. So. Wenn wir jetzt unsere Fenster nämlich dann nochmal die Ebene aktivieren, dann sieht man unseren Mannequin jetzt nicht mehr. Das macht aber nichts. Also stellen wir die Opacity von den Fenstern auf 50% und voilà. Sieht so aus, als würde er jetzt in der Telefonzelle stehen oder hinter der Telefonzelle. Beziehungsweise die kann man noch sogar noch etwas geringer stellen. Auf 30%, zwischen 30 und 20% so. Stell die jetzt mal so auf 25%, das ist okay. Dann klicken wir nochmal oder bleiben auf unserer Fensterebene drauf und zoomen mal ein bisschen ran. Der Aufkleber hier, der ist natürlich ein bisschen doof. Deswegen gehen wir hier auf unser Patch-Tool und wählen den jetzt hier aus. Zack. Und dann ziehen wir mal das hier mal hier so hin. Und voilà, da sieht man jetzt den Aufkleber nicht mehr. Man sieht aber halt immer noch diese roten Aufkleber und die Schrift. Die kann man natürlich da lassen. Das kann natürlich eine Reflexion von außen sein. Wenn die aber jetzt einen stören, dann ist das kein Problem. Einfach mit dem Patch-Tool die wegmachen oder mit dem Healing Brush. Ja, die kann man dann einfach hier so einfach wegmachen, dass man die gar nicht mehr sieht. Ja, also das ist jetzt einfach nur mal ein bisschen Tuning. Dann wird man das gar nicht mehr sehen. Man sieht halt hier noch so leichte Reflexion, die sollte man auch noch weiterhin da lassen. So sieht das natürlich ein bisschen komisch aus. Ja, das war's dann auch schon. Wünsche ich euch viel Spaß beim Freistellen von Objekten und diese beim Einfügen in irgendwelche Gebäude, Autos oder was man damit noch alles machen kann. Sagt Tschüss und bis zum nächsten Mal.